Falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Geht mit 1,99 € los, könnt ihr mich noch mehr supporten und unterstützen. Nun viel Spaß mit dem Video. Jo, willkommen auf meinem Kanal bei Cheese. Was zum weiteren GTA 5 Online Video. In diesem Video werde ich euch zeigen einen weiteren Erst zurück, der K2K Merch. Das heißt, ihr begebt euch alle beide ins K-Meet, am idealsten in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und der merchen will, der registriert sich als CEO. Ja, ganz wichtig. Und ihr bestellt beide eure Wagen hin, eure Autos hier, von dem der merchen will, der steht, wann der hier, der steht hier unten. Und der vom Freund, der steht hier oben, hier im öffentlichen K-Meet. So. Und euer Freund, den blende ich jetzt auch noch ein. Moment, so. Da ist er. Er muss sich als MC-Präsident registrieren können. Für den ersten Step, um das hier zu machen oder um es auch mal von vornherein zu erklären, ich werde das hier jetzt mit dem zeigen, der das merchen will, was wirklich wichtig ist dafür, damit das auch funktioniert. Ja? Wenn ihr hier zu Mimi rangeht, nachher, ja, und ihr rechts drückt, hier Übernahme, da muss drin stehen, hier für 25.000 GTA-Dollar, dass ihr eine Übernahme starten wollt. Wenn da drin steht, wie hier oben bei der Mitgliedschaft, wenn da nur drin steht, gekauft, ja, dann müsst ihr als allererstes, oder beziehungsweise da muss der, der euch dabei hilft zu merchen, muss er komplett GTA neu starten, damit er das hier hat, damit er das hier so hat. So, ich werde das jetzt gerade noch machen. Ich werde mit dem anderen jetzt gerade mal da runterlaufen und dann das gucken, das überprüfen. Denn das ist nämlich wichtig, sonst wird es nicht funktionieren. Dann müsst ihr nochmal dann alles von vorne machen. Deswegen jetzt erstmal alles nacheinander hier drin genauestens erklärt und auch informiert, worauf ihr achten müsst, damit es funktioniert. Hier, der hier zum Beispiel, der kann keine Übernahme machen, weil er eine Reputationsstufe 20 braucht. Beziehungsweise, je nachdem, wenn man die Mitgliedschaft auch noch nicht gekauft hat, dann sieht das oben rechts im Bild zwar etwas verkleinert, aber damit ihr da Bescheid, was das heißt, mit diesem hier, da müsste ich tatsächlich den Charakter wechseln, damit ich das hier auch durchführen kann. Aber ansonsten, wenn dann auch da drin steht, bei dem, der hilft, gekauft, dann muss er wirklich GTA neu starten. So, ich wechsle mal gerade hier den Account und dann machen wir hier weiter. So, Charakter gewechselt. So, laden wir ihn ein. Meine Zweitkonsole, mache ich das ja immer nach wie vor. Hier die ganzen Glitches und Videos aufnehmen. Kann ich mich ganz auf mich konzentrieren und dann das wirklich auch besser Step-to-Step tatsächlich zeigen. Deswegen ist das manchmal schon ganz gut, wenn man solche Videos braucht, wo man zu zweit sein muss, ein paar Glitches, dass man zwei Konsolen hat tatsächlich. So, der hat noch keinen Wagen hier drin. Fordern wir das gerade mal an. Irgendetwas ist ganz egal. Euer Freund fordert irgendeinen Wagen an. Egal welcher. So, der ist angefordert. Ihr müsst euer Spenderfahrzeug hier natürlich haben. Der merchen will. Ja, das steht da unten. Der Winky mit den grünen F1-Felgen da. So, jetzt mal gucken, wo steht hier der Wagen von eurem Freund, der euch dabei hilft. Okay, direkt hier oben. Hier der Komet Safari, gar nicht so weit weg. So. Damit ihr das hier alle hinbekommt, was auch alle machen könnt,
Mal gucken, hier bin ich CEO und da der hilft. Okay, müssen wir noch machen. Er registriert sich als MC-Präsident und er schickt euch, oder ihr könnt ihm auch eine Einladung schicken. Ihr setzt euch als allererstes, der merchen will, in dem Fahrzeug von eurem Freund. So, das heißt jetzt hier Kamit, Sprint. Ja, verschickt ihr schon mal so die Einladung. Ihr öffnet dann direkt das Handy, geht hier ins Internet. Ganz wichtig, hier auf Seite betreten. Nein, falsch. Ihr geht hier rüber auf Dynasty, auf die Immobilien. Hier Immobilie erwerben, sodass ihr diese Liste hier bekommt. Ja, so. Währenddessen nimmt euer Freund, ihr seht das oben rechts im Bild, er öffnet sein Handy. Er nimmt die Einladung zum Sprintrennen an und eröffnet schon mal sein Interaktionsmenü, so dass er hier drauf ist, Fahrzeug wieder einlagern. Das heißt, da kommt hier dieses Piep, Piep pro Sekunde. Und wenn das letzte Piep für 1 gefallen ist, dann spammt er sofort X durch, um das Fahrzeug einzulagern. Er bekommt einen kurzen Blackscreen, ihr bekommt einen endlosen Ladebildschirm. Das ist das Ziel als erstes. So, aufpassen. 5, 4, 3, 2, 1, so, schnell einlagern, dass das genau so aussieht. Ja, ihr seht das oben rechts im Bild, euer Freund steht nach wie vor im Kamit, ihr habt selber einen endlos langen Ladebildschirm, euer Freund begibt sich schon mal hier runter zur Mimi, hier zu der Tante, hier an dem Wagen. So, ihr selber drückt einmal das PSN, die PSN-Taste, geht hier auf Freunde und sucht euch Anavac raus. In dem Fall bin ich hier im unterstützten Zielen und Anavac im freien Zielen, also passt das. Das ist wichtig. So, sucht euch Anavac raus. Einmal beitreten. Erste Meldung, die kommt, nehmen wir an. Zweite lehnen wir ab. So, annehmen, ablehnen. Dann haben wir hier dieses Menü. Jetzt geht ihr hier oben drauf aufs Haus, geht hier auf Maze Bank, Seite betreten, Dreieck, Options, Online, Optionen, habe ich mir schon gedacht. Falls das passiert, ja, dass ihr das hier nicht auswählen könnt, für euch selber umzubringen, ja, dann müsst ihr das Ganze direkt nochmal von vorne starten. Woran das liegt, keine Ahnung. Ja, das schon mal vorneweg. Also wenn ihr hier dann, wenn das ausgegraut ist, dann müsst ihr das nochmal von vorne machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran das liegt oder womit das zu tun hat, dass das mal ausgegraut ist und mal nicht. Also wiederholen wir das Ganze nochmal von vorne und wir hören uns wieder, sobald ich dann wieder hier mit dabei bin, Anavac beizutreten. So, jetzt hätten wir es auch mal. Selbstmord. Ihr respawnt mit dem Wagen, genau so. Und jetzt fahrt ihr hier wieder zurück an das Tor, wie es zuvor bei dem Car-to-Car-Merch auch war. Interaktionsmenü auf, Fähigkeiten bei CEO, bestellt euch den Luxushelikopter. Euer Freund stellt sich schon mal hier so bereit vor dem Wagen von der Tante im Kamit. Da kommt der Heli, so ihr fahrt hier rein, ihr müsst nichts einlagern. So, steigt da drin ein, jetzt öffnet ihr einmal die Karte und markiert euch den Punkt, wo die Yacht sich befindet. Und ungefähr, wenn ihr euch hier befindet, hier in dieser Ecke, ja, dann sagt ihr eurem Freund Bescheid, dass er hier seinen Wagen anfordern muss und eine Übernahme starten muss. So, Punkt war gesetzt, oder? Ja, genau, so. Und dann geht ihr einfach, drückt ihr einfach X, um den Wegpunkt zu bestätigen.
euer Freund, der muss das machen, er muss seinen Wagen anfordern, übers Interaktionsmenü gleich und eine Übernahme starten, sodass das Sprintrennen eigentlich auch gestartet wird. Ja. Und dann könnt ihr hier im Heli auch erst euer Handy öffnen und den Kapitän anrufen. So, ihr seht das hier. Ich denke mal, wenn ich ungefähr hier bin mit dem Heli, dann dürfte das reichen. Weil nach einer gewissen Zeit schmeißt euch die Pilotin tatsächlich aus dem Luxushelikopter raus. Und dann müsst ihr quasi das Ganze nochmal von vorne machen. Das gilt auch hier dabei zu beachten. So, euer Freund kann jetzt schon mal Interaktionsmenü, Fahrzeuge verwalten, persönliches Fahrzeug anfordern. So, er schließt das Interaktionsmenü, er geht rechts und startet eine Übernahme. Deswegen habe ich eben gesagt 25.000, das ist wichtig, dass er das kaufen kann. Wenn drin steht gekauft, wird es nicht funktionieren. Wenn jetzt 3, 2, 1 kommt, dann kann oder könnt ihr euer Handy öffnen. Jetzt geht das Pausenmenü noch nicht weg, weil gerade 3, 2, 1 das Rennen startet. 3, 2, 1, go. So, und jetzt könnt ihr euer Handy öffnen. Runter auf den Kapitän. Da ist der Kapitän. Wie gesagt, da dürft ihr nicht zu lange warten, dass euer Freund die Sachen macht. So, Vinewood Club Garage. Hier habe ich noch einen. Wo ist er jetzt? Hier den Impala LX. Den bestelle ich mir jetzt. Warte, bis der gespawnt ist. Dann halte ich Dreieck gedrückt. So, ich halte jetzt Dreieck gedrückt. Der Wagen ist gespawnt. Und ihr seht das da. Frisch gemerged. Den nächsten Wagen. Wunderbar. So, um den jetzt abzuspeichern oder abspeichern zu können, geht jetzt euer Freund am idealsten hin und schließt wirklich das Game. Weil um das dann wieder zu machen, oder ich mache das jetzt einfach mal, er schließt wirklich das Game, weil wenn er jetzt das nur Anavac joint oder in Creator geht, ja, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird bei ihm noch drinstehen, bei der Tante am Wagen Übernahme gekauft und dann wird das nicht funktionieren. So, wir fahren noch zum LSC oder ihr müsst noch zum Los Santos Customs fahren, irgendwas ändern, so dass der Wagen auch abgespeichert wird. Wie gesagt, am LSC angekommen, fahrt ihr rein. Ihr müsst da wirklich rein, was ändern. Eine Kleinigkeit, so dass der Wagen abgespeichert ist. Notfalls auch reparieren. Ich mache das hier mit der Stoßstange. So, irgendwas ändern. Kreis, Kreis. LS Customs verlassen. Orange Ladeschnecke abwarten und ja, das war's. Und so müsst ihr es wirklich wieder Step by Step machen, damit ihr die Fahrzeuge hintereinander, nacheinander mergen könnt. Und ja, das sollte es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Einen Daumen nach oben für dieses Video. Ansonsten hören wir uns spätestens im nächsten Video wieder. Wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Haut rein, bleibt gesund und ciao, ciao.